Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren meiner Videos. Ich danke dir, dass du mein Video aufgerufen hast. In diesem Video geht es um die C-Dur-Tonleiter und ich erkläre jetzt diese C-Dur-Tonleiter in Verbindung mit einer Klaviertastatur, weil es dort einfacher nachzuvollziehen ist. Gut, kommen wir mal zum ersten Ton. Ist klar, wenn wir C spielen, dann ist auch der erste Ton ein C. Begründung, warum C-Dur-Tonleiter, habe ich des Öfteren schon gesagt, die C-Dur-Tonleiter wird hier auf den weißen Tasten gespielt. Die schwarzen Tasten interessieren uns in der Regel erstmal gar nicht. Obwohl ich jetzt hier gleich nochmal beim siebten Ton noch eine kurze Erläuterung versuche zu geben. So, nehmen wir unseren Gitarrenhals. Dieses C findest du auf dem dritten Bund deiner A-Saite. Das heißt, wenn du den Finger hier drauf legst, verkürzt du die A-Saite und es erklingt der Ton C. Auf der E-Saite wirst du diesen Ton erst am achten Bund finden. Ich habe aber jetzt hier nur den Hals bis zum fünften Bund gezeichnet. Ich habe natürlich auch noch länger, aber dann würde dieses Bild kleiner werden. Und für die erste Ebene reicht das ja auch. So, der nächste Ton wäre der Ton D. Den spielst du entweder mit offener D-Saite oder du legst den Finger hier am fünften Bund der A-Saite. Dann hast du den gleichen Ton. Dann kommt das E. Den findest du auf dem zweiten Bund der D-Saite. Und dann kommt bereits das F am dritten Bund der D-Saite. Dann kommt die G-Saite mit dem Ton G. Und das A, also das A in der Tonleiter, findest du dann auf dem zweiten Bund der G-Saite. Und jetzt kommt nochmal unser H. Ja, ich beziehe mich jetzt hier auf die deutsche Variante. International heißt sie nicht H-Saite, sondern B. Und das führt, hat auch bei mir mal zu Missverständnissen geführt, weil wenn ich B höre, dann ist es eigentlich diese Taste. Nur dort wird sie dann aber mit dem musikalischen Zeichen BB. Die spielt aber jetzt hier in dieser Tonleiter noch keine Rolle. Also ich bleibe deswegen jetzt mal einfach bei H, weil es auch Macht der Gewohnheit ist und der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier. Ich weiß aber auch, wenn einer mir B sagt, dass das dann dass damit H gemeint ist. So, und auf dem ersten Bund der H-Saite findest du jetzt wieder das C. Gut, gehen wir das Ganze noch einmal von vorne durch. Das sind jetzt die Töne, die uns interessieren. Diese acht Töne. Du siehst zwischen dem C und dem D siehst du eine schwarze Taste. Deswegen ist das ein ganzer Schritt. Ja, und das heißt, wenn ich jetzt C, und ich habe ja gesagt, am fünften Bund würdest du den nächsten Ton finden, das D. Den kannst du aber auch mit der offenen D-Saite spielen. Und jetzt geht es ja vom D zum E. Ja, das wäre wieder der zweite Bund. Und jetzt achte mal darauf, zwischen E und F, hier ist ja das F, hast du keine schwarze Taste. Deswegen sagen wir auch, das ist ein halber Schritt. Und somit gehst du jetzt auch nur ein Bund weiter und kommst gleich zum F. Ich hoffe, das ist verständlich rübergekommen. Das gleiche, dann kommt nochmal erstmal G. Ist ja wieder ein ganzer Schritt. Hier ist ja noch eine schwarze Taste dazwischen. Das A, also am zweiten Bund der G-Saite. Und jetzt kommt das H. Und der nächste Ton, und das spielen wir ja mit der offenen H-Saite. So, und der nächste Ton wäre C.
Und du siehst hier wieder keine schwarze Taste. Also wieder ein halber Schritt, wie beim E und F. Also jetzt H und C. Also ein halber Schritt. Und deswegen auch nur ein Bund weiter. Und wenn du dir jetzt vorstellst, dass du hier noch greifen könntest, hinterm Sattel, gehst du also auch nur ein Bund weiter. Und deswegen liegt hier der Ton C. Das ist die einzige Tonleiter, mit der du eigentlich arbeiten könntest. Brauchst dir nur diese Tonfolgen merken. Ja, hier noch einmal das tiefe C und da das hohe C. Das wäre jetzt also unsere Oktave. Also meine Empfehlung wäre das, ich gehe nochmal eben schnell zurück. Ups, da bin ich zu weit gewesen. Das solltest du dir, das ist das Einzige, was du eigentlich im Kopf haben müsstest. Denn wenn du später Akkorde verschieben willst, dann erkläre ich das in einem weiteren Video, wie du dich daran so einigermaßen orientieren kannst. So, ein weiterer Grund für die C-Dur-Tonleiter habe ich ja bereits schon gesagt, sie kommt ohne Vorzeichen. Sie ist also neutral. Sie hat kein Kreuz und sie hat kein B. Sämtliche andere Tonarten haben Vorzeichen. Also D-Dur hat Vorzeichen, E-Dur hat Vorzeichen, F hat auch wieder ein Vorzeichen, aber in die andere Richtung, wo es dann tiefer, wieder tiefer gespielt wird. G ist wieder eine Kreuztonart, genauso wie E und D. A auch eine Kreuztonart. H ist auch eine Kreuztonart. Und C ist eben halt neutral. Gut, das war es jetzt erstmal C-Dur-Tonleiter. Ich hoffe, ich konnte da dir einiges vermitteln. Und würde mich freuen, wenn du weiter meine Videos guckst. Trau dich ruhig auch mir einen Kommentar zu hinterlassen. Ich bin nicht perfekt, also wo Anregungen sind, würde mir auch helfen. Bis dahin und ich sage Tschüss und danke.